Moin und herzlich willkommen. Wir sind heute tatsächlich mal in München bei der Bits & Pretzels, die endlich nach 2 Jahren wieder stattfindet. Und deswegen gucken wir es uns direkt mal an. Ich komme jetzt tatsächlich gerade von der Intro-Speech von Arnold Schwarzenegger, der ja hier der Main-Speaker ist. War richtig crazy, den mal so irgendwie direkt vor der Nase gehabt zu haben. Und wie man hier schon sehen kann im Hintergrund, es ist mega Full House hier. Ich bin super gespannt jetzt auf viele weitere Gespräche. Ich habe schon ein paar Kunden auch getroffen und weitere Leute. Also let's go. So, ich bin hier gerade mit dem Mann, der wirklich nicht nur halb, sondern fast ganz Berlin kennt, vor allem aber die Startup- und Founder-Szene. Michael, Gründer von Kremanski & Company, wie geht's dir heute? Mir geht's sehr gut, bin ganz excited, mal wieder auf der Bits zu sein, nach der langen Zeit. Ich habe es ja einmal ausgelassen, weil ich dachte, dass 2019 ist es besser, mal ein bisschen Pause zu machen, mehr zu fokussieren. Aber 3 Jahre Pause hatte ich mir jetzt nicht erwartet. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Bits eine der Messen ist, die sich noch mehr lohnen. Und perfekt neben dem Bierstand. Weil genau, sagen, ganz, ganz wichtig. Hatte ich dir ja schon mal erzählt, hier passieren die meisten Deals. Deswegen bist du jetzt auch hier, oder? Natürlich. So, was geht? Ich habe hier gerade den Alex und den Nico von Simple Club. Wir kennen uns schon. Ich glaube, 2 Jahre oder so? Ja, ich glaube. Ja, schon vor Ewigkeiten. Was treibt euch eigentlich auf die Bits & Pretzels? Die Bits & Pretzels ist dieses Jahr das erste Mal, wo wir hier sind. Und wir hatten jetzt gerade eben noch einen Talk oben. Und das Witzige ist, der Felix Haas, der Gründer von den Bits & Pretzels, ist über 10x Founders bei uns investiert. Und da dachten wir, okay, shit, wir müssen unbedingt her. Ihr habt ja auch eine Speech gehalten gerade auf der Mainstage. Was war das Thema und wie war's? Das Thema war, dass wir quasi unsere Geschichte erzählt haben, wie wir von einem kleinen YouTube-Kanal vor 10 Jahren heute zu Simple Club wurden und auch die Brand vor allem aufgebaut haben und die Love-Brand, obwohl das Produkt ja eigentlich ums Lernen geht und das wahrscheinlich nicht so das Typische ist, eine Love-Brand aufzubauen. Genau, und es war mega, mega cool. Ich glaube, es waren über 800 Leute im Saal und mega motivierend, da oben auf der Stage zu stehen. Geil. Eine Frage, die ich noch stellen muss, Alex. Warum hast du so einen Unicorn-Plüschtier in der Hand? Habe ich geschenkt bekommen von dir. Das finde ich richtig geil. Ich kam so an den Stand und dachte so, ey, da sind so kleine Plüschtiere. Wäre nice. Das Wichtigste ist, es ist DSGVO-konform. Ja, der kleine Cookie, der sagt, der ist es. It's all about the details. Geil, Jungs, danke euch. Ja, danke dir. Bits & Pretzels is finally over. Das war der zweite Tag. Ich hoffe, ihr habt ein paar Eindrücke gewinnen können und wir werden jetzt nochmal morgen ein bisschen die Wiesen besuchen, weil das so das Ending von der ganzen Bits & Pretzels Geschichte und ich freue mich mega drauf. Mal schauen, was uns da noch erwartet. Ich hoffe, ihr fandet es geil. Bis dann. Ciao.